Klub-Obmann Böginger. Danke, Herr Präsident, hohes Haus. Warum wir heute diese Sondersitzung abhalten, hat einen Grund, weil die SPÖ vorige Woche die Zweidrittelmehrheit verweigert hat beim Energieeffizienzgesetz. Das ist ein Gesetz, wo wir die Energieeffizienz steigern oder die Energie senken wollen um 18% bis 2030, 190 Millionen dafür werden in die Hand genommen. Das haben Sie zu verantworten, Herr Kollege Leichtfried, warum Sie diese Zustimmung verweigert haben und wir gezwungen waren als Regierungsfraktionen, ein eigenes Gesetz in Windeseile einzubringen und das auch zu beschließen. Sonst würden wir 7 Millionen an Strafzahlungen zu leisten haben. Das ist die Realität, Herr Kollege Leichtfried, warum wir diese Sondersitzung auch haben. Und zum Zweiten, Herr Kollege Scherak, ja, die Zuweisung zum richtigen Ausschuss, es ist aber wirklich eine Querschnittsmaterie, die wir hier haben, weil es geht darum, dass für die Kinder, wo die Eltern niedrige Einkommensbezieherinnen und Bezieher sind, dass es hier 60 Euro pro Monat zusätzlich gibt und das bis zum Ende des Jahres 2024. Und das ist sehr wohl auch eine familienpolitische Maßnahme. Hier geht es auch um die Kinder. Das ist eine familienpolitische Maßnahme und nächste Woche findet ja bekanntlich ein vereinbarter Familienausschuss statt am 6. Juni. Daher ist es aus meiner Sicht legitim, dieses Gesetzespaket, wo es ausschließlich darum geht, dass für Kinder diese 60 Euro dazukommen, auch bei den Alleinerziehenden bis 2000 Euro brutto, dass dieser Gesetzesvorschlag, dass dieser Initiativantrag dem Familienausschuss zugewiesen wird. Und Herr Kollege Leichtfried, wenn Sie schon von Unprofessionalität sprechen, dann drehen Sie sich einfach um und sagen das zu Ihren eigenen Mitgliedern, weil das, was Sie aufführen in den letzten Wochen, das hat diese Republik noch nicht gesehen. Applaus